hatte mir eine Stellung gegeben, die es mir zur Pflicht machte, das Schwarze schwarz und das Weiße bis zu nennen, wie es in der Ritus der Bischofsweihe heißt. Er hat mir eine Stellung gegeben, die mich zum Führer und verantwortlichen Leiter von Hunderten und Tausenden machten, die gleich mir es schwer empfanden, es bitter trugen und größten Schmerz nur hinnahmen, wie Gottes Wahrheit und Recht, wie Menschenwürde und Menschenrecht beiseite gesetzt, zertreten, zu Boden geworfen wurden, die mit mir und gleich mir es empfanden als ein bitteres Unrecht, auch am wahren Wohl unseres Volkes, wenn Christi Religion und Wahrheit immer mehr eingeengt und beiseite geschoben wurden. Ich wusste, dass vieles Schweres, viel Schwereres als ich persönlich zu leiden hatten unter jenen Verfolgungen der Wahrheit und des Rechts, die wir erlebt haben. Sie konnten nicht sprechen, sie konnten nur leiden. Aber mein Recht und meine Aufgabe war es zu sprechen, und ich habe gesprochen für euch, für unzählige, die hier versammelt sind, für unzählige in unserem lieben deutschen Vaterlande. Und Gott hat es gesegnet, und eure Liebe und eure Treue, meine lieben Diözesanen, haben auch das von mir ferngehalten, was vielleicht mein Verhängnis, aber vielleicht auch mein schönster Lohn gewesen wäre, da sie die Macht der Krone erhalten hätten. Eure Treue hat es verhindert, dass ihr hinter mir standet und dass die damaligen Machthaber wussten, dass, wenn sie den Bischof schlugen, das ganze Volk sich geschlagen gefühlt hätte. Das ist es, was mich äußerlich geschützt hat, was mich aber auch innerlich gestärkt hat und mir die Zuversicht gegeben hat, wenn wir drauf fortfahren, wenn wir treu bleiben in unserem Kampfe, dann wird einmal der Tag kommen, wo all die so jetzt unterdrückte und zum Schweigen verurteilte gute Wille wieder hervorbrechen wird, wo Wahrheit und Recht wieder zu Ehren kommen und wo wir aufs Neue wieder als Christen am Aufbau eines christlichen Deutschlands arbeiten können.